Korb vom ersten Kuss. Wo ist er denn? Kann man hier noch? Geht die jetzt in den Whirlpool? Die geht jetzt in den Whirlpool. So ein Mist. Oder? Nein, sie geht woanders hin. Wo geht sie hin? Ach, da geht sie hin. Schlafen. Wo gehst du hin schlafen? Ach so, dahin. Du kannst ja nur da schlafen gehen. Mattea ist immer noch... also die Jungs, die sind schon kräftig am Flirten. Er ist ja eigentlich also der Einzige, der noch keine Freundin hat. Ist eigentlich nicht das Gelbe vom Ei. So. Er muss mal Jasper ein bisschen mal ein paar Leute kennenlernen. Mit seinem einen Bruder versteht er sich absolut nicht. Vor allen Dingen die Musik. Ist Dings noch da? Nein, sie ist auch noch da. Gut, sie ist eigentlich mehr da. Irgendjemand wacht jetzt hier gerade auf. Zwei Liebschaften zur gleichen Zeit. Mit Lori verloben. Hat er Angst davor? Und was, wenn sie es machen würde? Was? Zwei Wölfe hier? Was machen die? Wir wissen das. Baron und Ben. Das machen zwei Wölfe hier. Was machen die? Machen die einen Anstarrwettbewerb oder was ist los? Ja. Wow. So, ne, holen wir mal hier. Wir werden vielleicht uns mal ein bisschen jetzt noch hier Jesper in Angriff nehmen, denn die anderen beiden haben ja alle Schuhe. Alle meine. Er will sich sogar mit Mattea verloben. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Dusch das mal. Vertraut küssen. Wieso ist es ihm zu warm? Frühstück servieren. Hier gefüllte Waffeln. Was ist das denn schon wieder für eine dreckige Lache hier? Wieso? Was hast du eben schon im Stuhl? Miro, lass aber nichts anbrennen, aber ich glaube, du hast... Nee, du hast keine Kochenfähigkeit. Jetzt habe ich Angst. Miro? 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 Also an euren Kochkünsten müssen wir noch feilen. Genau, immer schön die Kohle Waffeln dahin und ab dafür. Und dafür fährt dann Jasper. Hey, du kannst erstmal was essen. Was? Was ist das hier? Ein Streich spielen. So einer bist du. So. Jasper, du könntest dann mal dann irgendwo hinfahren. Am besten ohne die beiden. Ja. Kleiner Spielplatz, königliche Garten, Minibar. Ist da, was haben wir hier bei Downtown? Das Gumm. Aber wir nehmen lieber doch Katzenhaus, ne? Guck mal, kleiner japanischer Garten, weiß ich immer nicht. Wie gehen in die Minibar?
Da trifft er bestimmt mal ein paar Leute. So, dann wollen wir mal. Feuer frei. Jo. So. Lebenslange Zufriedenheit lernen. Was ist das? So, gibt's hier mal irgendwie ein bisschen Action. Dass du auch mal ein paar Leute kennenlernst. Du hast zwar welche schon kennengelernt, aber... Wie ist das denn jetzt? Bertha Gärtner, Joachim Larsen, Stefan Buchholz, Ingo Gärtner, alle heißen sie Gärtner, Marlene Junghans und Cynthia Blender. Du kannst später ein Getränk bestellen. Hier, guck mal. Was? Getränk bestellen, Nektar, komm. Sulsul. Verstung, ist oder ist nicht oder was? Nee. Ich klund das Dindi. Wut, Vater. Wow, hier geht gerade sau wenig ab. Hier pfeift jemand. Okay. Doch hier will man mehr los. Was sind denn das hier alles für Lappen? Hier ist aber auch gar nichts. Ach komm, wir fahren zum anderen Grundstück. Fitnessstudio pumpt dich auf, so. Wo kann man nicht die geilsten Weiber aufreißen, wenn nicht im Fitnessstudio? Ach nee. Feuer frei! Und dann wollen wir mal. Naja, sag ich doch, dann kannst du die Wärme aufreißen, wenn ich hier, ne? Im Fitnessstudio, wer kommt denn noch hier? Benjamin Lang? Den kennen wir doch eigentlich schon von Lori, der sich immer mit irgendjemandem geprügelt hat. Wer haben wir noch hier? Wer kommt hier noch? Zenka. Der geht jetzt erstmal hier duschen. Manuela Preetz. Wer ist denn das hier? Matthias Schmidt. Benjamin, würdest du bitte mal ganz kurz zur Seite gehen? Danke. So, Feuer frei. Ist jetzt jemand auf die Fresse geflogen oder was? Was? Privattrainer werden? Ach, kannst du jetzt hier jeden anklicken, Privattrainer werden? Ja. Und was macht der hier? Was macht der Typ hier? Ja, mal gucken. Ja, da würde ich auch... Achso, der hat eine Tüte. Würde ich schon sagen, was hat er da? Hey, ihr sollt trainieren, ihr sollt nicht essen. Tja, scheinbar hast du nicht so viele Weiber zum Aufreißen. Ist das hier? Merino, der hat ja wohl, glaube ich, einen Freund. Der Kellner. Doch, vielleicht mal Hazel benutzen.
Schokokrossis. Komm. Ist ja fast alles da. Ich finde es aber schön, dass die dann das auch benutzen, so. Passt zwar nicht so mit den Snacks hier. Breakdancer. Ach, das Mädel ist jetzt wohl weg, oder was? Hier stinkt jemand. Achso, das meine ich. Ich würde schon sagen, wo ist er denn hin? Ach, das ist derjenige, der sich mit den anderen gekampelt hat damals. Nach Bar, wo wir noch mit Lori gespielt haben. Denkt immer noch da dran. Man sieht sich immer mal öfters im Leben, ne? Das sagt man auch immer so schön. Stattdessen er duschen geht, ne? Nee, geht er lieber heim. Nee, ist egal. Wir können ihn noch mal, nee, du stehst doch gerade vor, nach Hause fahren. Tja, Jasper. Für dich finden wir scheinbar noch keinen, die richtige. Jasper, kommst du wieder? Da kommst du gut. Naja, Hazel wird jetzt noch arbeiten müssen. Dann rufen wir sie mal nachher an. Oder noch besser. Vielleicht finden wir ja was für dich, wenn wir... wo ist es denn? Mehr mit Sophie chatten. Wie wär's denn mal? Hä? Was ist denn? Da ist doch nichts. Ja, mit Sophie chatten. Er nimmt weiterhin die Kohlewaffeln, mit denen man ein Schwein erschlagen könnte. Habe ich überhaupt jemanden für den Garten eingestellt? Miro, du bist ja gerade. Könntest du vielleicht mal den Service anrufen? Ich will mal... So, ruf mal den Service an. Ich will mal gucken. Nee, den haben wir nämlich noch nicht eingestellt. Wollte ich doch schon wissen. Können wir gut gebrauchen. Ja. Oh, es ist diesmal eine Caroline Schiffers. Es ist kein Leon Wagner. Hier, Linda Scheuer, das wird doch was für dich, Jasper. Hier, Linda Scheuer, los, begrüßen. Hör auf PC zu spielen. Hä? Ich dachte, der hat was reingemacht. Hallo. Komm, Flirty Boy, mach dich los. Frischfleisch. So. Ach, der Gärtner kommt sogar heute schon. Also viel Spaß. Guten Tag. Hier pfeifen. Ja gut. Flirten. Sim abchecken. Also nichts Halbes und nichts Ganzes. Na ja, gut. Umgarnen. Jetzt ist er hier voll in Flirten. Was macht er denn hier für Mist? Geh doch. Plauder doch mal mit ihr. Zusammen tanzen. Die hat keinen Bock auf dich. Er hat aber wirklich nur Pech mit den Frauen. Mitmachen. Ja, das ist doch schon mal was. Jonglieren. Abheben. So, geh mal hin. Wie ist das? Silvio Pote, ach so.
Und wir, die kennen wir nicht. Wie der denn jonglieren? Kann man nicht jonglieren? Rappen, klar. Der will das sogar. Ja gut, dann wollen wir mal. Ich will mal hier nicht sehen. Machen wir hier ausschalten, dass ich das höre. Ach komm, nochmal los. Ich will das wissen. Wir trinken. Ah, nein, ich verdrück mich. Hier, wir trinken, ich will. Komm. Gottes Willen. Und Hector so, was willst du von mir? Oh nee. Und Hector sitzt daneben und denkt sich, ach du Mann. Macht die jetzt hier mit oder was? Wieso riecht der streng oder was? Ja. Oh Gott, ey. Achso, der stinkt deswegen. Beste Voraussetzung. Geh jetzt mal weg, will. Duschen. Hier, mach mal aus meinem Handschlauch. Ah, jetzt kommt die Muchtewolke zum Vorschein. So, was haben wir denn noch hier? Jetzt spielen die hier Schach. Und ich merke schon gleich, meine Stimme geht gleich flöten. Naja, gut, hören wir erstmal auf, bevor meine Stimme wirklich noch richtig flöten geht, oder? War zwar jetzt heute nur eine kurze Folge, aber mindestens eine aufregendere. Ich höre am besten erstmal auf, bevor sich meine Stimme wieder komplett verabschiedet. Ja, gut für dich. Und ich sage dann erstmal Schau und Miau und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei unserer Macho Family. Ja. Hey, what was that?